willkommen. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Die Sonne, der Jupiter und natürlich Merkur stehen weiterhin im Widder. Feuerenergie. Der Mond steht am Samstag noch im Stier. Eine gewisse Sturheit kann drin sein. Passt da bitte auf. Und wir haben ab diesem Samstag Mars wechselt von den Zwillingen in den Krebs. Krebsenergie ist sehr fürsorglich, liebevoll, familiär, will dann natürlich auch eine gewisse Ordnung haben. Das wird dann ein bisschen schwieriger, denke ich, für die Zwillinge auch unter anderem. Oder eben, es wird so ein bisschen eng, ja, für den einen oder anderen. Das muss aber auch nicht unbedingt negativ sein. Man muss eben damit umgehen können. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich weiterhin auch den Pluto im Wassermann. Wir haben dann auch Uranus im Stier, weiterhin die Überraschungen, die gut oder nicht gut sein können. Wichtig ist, dass man sich ans Kollektiv hält, auch mit Pluto im Wassermann. Wenn man dafür sorgt, dass es allen gleichmäßig gut geht, wird das auch gut gelingen. Am Sonntag haben wir dann auch den Wechsel des Mondes gegen 14:45 morgens früh in die Zwillinge. Da wird wieder ein bisschen die Kommunikation gefördert. Da ist ein bisschen Sturheit weg, das ist gar nicht so schlecht. Und wir haben natürlich dann zwischen Sonne und Mond ein Sextil. Also da können Gespräche natürlich expandieren und man kann eben einiges ja planen. Merkur und Jupiter werden dann auch nächste Woche noch aktiv. Also ich denke mal, es wird sehr produktiv an diesem Wochenende, aber auch in der nächsten Woche. Schauen wir uns das mal an, wie das für euch in den einzelnen Sternzeichen für das Wochenende so aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Die Sonne, der Merkur und der Jupiter sind in deinem Zeichen. Wir haben ja Mars in den Zwillingen, der Mond ist im Stier. Am Sonntag wechselt er kurz nach zwei in die Zwillinge. Da ist wahrscheinlich sehr viel Kommunikation drin. Wir haben Venus im Stier, langfristig planen. Wir haben Pluto im Wassermann, durchsetzungsstark, auch ein bisschen eigenwillig. Und das kann natürlich dazu verleiten, dass man ein bisschen zu selbstgerecht daherkommt. Das kann dir so gehen, aber das kann auch den anderen so gehen. Ja, was haben wir noch? Am Samstag wechselt der Mars in den Krebs. Krebsenergie ist familiär, fürsorglich. Es geht um ja die Gemeinschaft, die Familie. Und dafür kämpft man. Und wir schauen uns an, was wir für dich haben. Wir haben natürlich noch Neptun und Saturn in den Fischen. Wir haben am Samstag die Krebsenergie des Wagens. Wir wollen voran. Wir bringen die Dinge ins Rollen. Wir bleiben der Sache treu. Da gibt's noch einige Hindernisse zu überwinden. Wir haben Geduld, was sicherlich für einen Widder nicht so leicht ist und dir auch einiges abverlangt. Und wir haben den Mond, ja. Das hinterlässt ein ungutes Gefühl, ja. Du möchtest was erreichen, du bist auf dem Weg dorthin, es gibt noch einiges zu tun. Du brauchst Geduld und die wird ein bisschen an dir zehren. Am Sonntag haben wir die Intuition, Bauchgefühl, Sensitivität. Wir haben die Königin der Stäbe, den Optimismus, aber auch, ja, wir gehen es an, wir krempeln die Ärmel hoch. Und wir fokussieren uns auf unser Ziel. Das passt wieder mit der Krebsenergie zusammen. Ja, wir wollen ja was erreichen und deswegen müssen wir uns natürlich auch ein bisschen disziplinieren. Das Abwägen der Prioritäten, ja, ganz klar. Du bleibst deiner Sache, dem, was du vorhast, was du umsetzen möchtest, treu. Du willst dich nicht verzetteln. Du willst nicht alles übers Knie brechen, also schnell machen, sondern eben in aller Ruhe. Ich denke, dass du mittlerweile weißt, dass es sich lohnt, einen langen Atem zu haben, nicht zu hastig vorzugehen, sondern eben zu überlegen und eben auch für die Hindernisse genügend Zeit dir zu nehmen, damit sie eben auch bereinigt werden können. Dass sich das manchmal nicht gut anfühlt, ist vollkommen klar. Es ist so ein bisschen, ja, ich muss mich lange anstrengen und viel tun, damit sich die Dinge überhaupt bewegen. Und ich denke aber, du weißt, dass es sich lohnt, da dran zu bleiben, das zu tun und sich auch ein bisschen zurückzuhalten, vielleicht auch manchmal. Man hat vielleicht tolle Ideen, aber man sieht, in der Realität lässt sich das nicht durchsetzen.
mit der Intuition am Sonntag, ja, geht es auch darum, ich weiß, was ich will, ich fühle, dass das klappt. Die Königin der Stäbe ist der Optimismus, der ja dich daran hält, wo du sagst, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Ich bleibe optimistisch, dass ich das hinbekomme, was sich mir in den Weg stellt, dass ich das auch mit Unterstützung der anderen schaffe. Wir haben ja mit Mars eben auch diese familiäre Energie, dass man in der Gemeinschaft sind wir stark daherkommt. Und du fokussierst dich darauf, eben die richtigen Prioritäten zu setzen. Was kommt zuerst, was danach und so weiter. Und ich denke, dass du eben auch trotz, ich sag jetzt mal, einer gewissen Eigenmächtigkeit, die du an den Tag legst, als wieder trotzdem auch ein familiärer Mensch bist natürlich. Ja, und da spielen die Menschen, die dir nahestehen, eine riesengroße Rolle. Und deswegen bist du auch für sie da, deswegen bist du auch gefühlsmäßig bereit, dich selbst ein bisschen, ja, zurückzunehmen. Und die Prioritäten sind eben auch wichtig. Was geht gerade? Was ist vielleicht nicht so möglich? Und die Sensitivität sagt dir auch, dass du eben nicht nur für dich alleine kämpfst, ja. Der Wagen ist ja, man drängt so in zwei verschiedene Richtungen und mit der Sensitivität und dem Gefühl weißt du, dass es für alle Beteiligten und auch für dich besser ist, in der Spur zu bleiben, nicht auszuscheren. Ja, Königin der Stäbe ist natürlich auch ein gewisser Stolz. Ich beiß die Zähne zusammen. Ich bin ein harter Kerl oder eine harte Kerlin, ja. Also, das kriegen wir hin. Bleib dir selber natürlich treu. Und halte dich an deine eigenen Vorgaben. Und ich glaube, dass du damit sehr erfolgreich bist. Wir haben ja auch in der Jahreslegung gesehen, dass da eben sehr viel Gutes drin ist. Man muss halt manchmal wirklich ein bisschen aufpassen, nicht über die Stränge zu schlagen, weil einem alles zu viel wird oder weil es einfach zu lange dauert. Und da hast du dich aber sehr gut im Griff und kriegst die Dinge auch hin. Und ich glaube, dass dich da auch die Menschen in deiner Umgebung dafür bewundern, dass du so stark und so, ja, durchsetzungsfähig bist im Sinne von, ich besiege sogar meinen eigenen Schweinehund. Vergiss aber auch nicht, bei allem sich, ja, für die Dinge einzusetzen, sich auch auf andere einzustellen, dass es dir gut gehen soll und dass du auch auf dich und deine Gesundheit mental wie körperlich achtest und dass du dir eben auch Ruhe gönnst und eben auch mal, ja, dir was Gutes tust und entspannst, denn man muss von Zeit zu Zeit eben einfach auch mal die Batterien aufladen. Hab ein schönes Wochenende, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Jupiter im Widder. Feurige, temperamentvolle, eigensinnige und, ja, ich sag mal, auch etwas starrsinnige Energie. Das bestärkt natürlich auch die etwas sture Energie im Stier. Wir haben auch die Venus im Stier und natürlich Uranus. Es geht um Veränderung, Transformation, selbst herbeigeführte oder eben mit Transformation, Veränderung umzugehen und mit der Venus im Stier langfristig zu planen. Ab heute ist dann auch der Mars in Krebs. Krebsenergie, das ist das familiäre, das nahe Umfeld, die Familie, der kleine Kreis. Dafür setzt man sich ein und das verteidigt man mit allem, was einem gegeben ist. Wir haben dann Jupiter im Widder und dazu den Neptun und den Saturn in den Fischen. Das heißt eben auch eine starke bindende Energie, wo man eben auch Gefühl mit einfließen lässt, wo man eben auch, ja, wie ein Löwe kämpft zum Beispiel für das, was die Familie betrifft. Ja, wir haben Pluto im Wassermann. Das ist eine Energie, wo man sich selbst verwirklichen möchte, wo man aber auch für die Gemeinschaft denkt. Man hat nur manchmal eben die Anwandlung, dass man es besser weiß als jeder andere. Riskant, riskant. Schauen wir uns an, was wir erstmal am Samstag für den Stier haben. Nostalgie, Vergangenheit, der Blick zurück. Wir haben die Strategie. Was fange ich damit an, was ich so an Erfahrung gemacht habe? Ich bin in irgendeiner Form gekränkt. Das kann aus der Vergangenheit rühren oder vielleicht ist es auch die Sehnsucht, dass man etwas wieder haben möchte, wiederbeleben möchte.
Wir haben Geselligkeit. Also es könnte sein, dass du ein paar Kontakte in deinem Leben vermisst. Freundschaften, die irgendwie vielleicht ja dahingeplätschert sind und irgendwann hat man den Kontakt verloren. Oder es sind alte Bekannte, an die man sich erinnert, alte Familienmitglieder, die nicht mehr da sind oder irgendwas in der Richtung. Also ein bisschen so überlegst du dir, wie war das denn und was war da nicht so gut und was könnte man heute besser machen. Also eigentlich so ein bisschen der Vergleich von früher zu heute, obwohl das immer schwierig ist. Es sind immer andere Zeiten, es sind meistens auch andere Menschen und Gegebenheiten. Ist das natürlich als Vergleich eigentlich auch ein bisschen unfair. Aber die Strategie ist, aus dem, was man gelernt hat, zu lernen. Auch vielleicht etwas wieder gut zu machen oder einen Kontakt wieder zu beleben. Das wäre so meine Idee hier. Wir haben auch hier die Intuition, Feinfühligkeit. Ja, Intuition, ein Bauchgefühl. Ja, die Sehnsucht ist halt da. Und die Königin der Stäbe, auch Feuerenergie, Temperament, aber auch Optimismus, Freude auch. Und ich krempel die Ärmel hoch. Ich tue etwas dafür und deine Erdenergie, Königin der Münzen. Ich gehe die Dinge an, aber gut überlegt mit Hand und Fuß, ja. Und als letztes die 7 der Schwerter, denn ich weiß ja nicht, ob ich, wenn ich den Kontakt aufnehmen möchte oder etwas wiederbeleben möchte, ob ich da willkommen bin, ob da, ich sage jetzt mal, Freude herrscht oder ob derjenige, diejenige vielleicht ein bisschen ablehnend reagieren könnte. Also ich denke mal, dass es zumindest in deinem Gedankengang eine Rolle spielt. Ja, du möchtest, glaube ich, etwas Positives, was du hattest, wiederbeleben. Du möchtest das einfach wieder herstellen oder wieder aufleben lassen. Das muss nicht unbedingt ein Kontakt sein. Es kann auch eine Tätigkeit sein, ein Hobby, eine Sache, die du geliebt hast. Und du überlegst dir eine Strategie, wie du das tun kannst, ja, ohne dass du vielleicht ungewollt Schaden anrichtest. Oder es tut ja vielleicht auch ein bisschen weh, wenn man zurückblickt, ja, und eben dann auch das Gefühl hat, Mensch, das war so einfach einmal vielleicht und jetzt muss man sich überlegen, tue ich das? Ich weiß nicht, wie es wird. Ich weiß nicht, ob es was hilft, ob es wirkt, ob es etwas bewirkt, ja. Also ich denke mal, du solltest das Risiko eingehen, wenn dir ja dein Gefühl, deine Intuition sagt, versuche es auch auf die Gefahr hin, dass du scheitern könntest. Also es ist jetzt nichts Wahnwitziges, es ist jetzt irgendwas, wo dir ein Gedanke kommt an diesem Wochenende und wo du sagst, Mensch, so schade, wir haben uns lange nicht mehr gesehen oder ich habe das lange nicht mehr gemacht, jetzt wird es aber Zeit. Und deine Intuition lässt dich dann nicht mehr los, auch auf die Gefahr hin, dass du eben damit scheitern könntest, dass es eben nicht klappen könnte, wirst du dir an diesem Wochenende was überlegen. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Denn aus dieser Überlegung heraus kann eine Veränderung stattfinden. In deinem Denken, in deinem Handeln oder in einer Sache, die dir sehr am Herzen liegt. Also riskiere es, mein lieber Stier. Du musst das nicht sofort machen, ja, aber die Überlegung ist da. Und wenn dir so viel daran liegt, solltest du es auf jeden Fall probieren. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ruhe dich bitte auch aus, regeneriere, sammle Kräfte. Viel Erfolg dabei und bis Montag. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Sonne, Merkur und Jupiter befinden sich im Widder. Der Mond befindet sich erst im Stier und ab Sonntagmorgen in den Zwillingen. Also Mondenergie bestärkt dich natürlich dann auch. Erstmal ist es gesetzter, ist es ja verlässlich und langfristig planen. Dazu kommt das ab Samstag natürlich der Mars im Krebs ist, sehr gefühlvoll, kämpferisch, aber eben für dann die Familie, ne, das nahe Umfeld, die Menschen, die dir am Herzen liegen oder denen du am Herzen liegst. Wir haben die Venus im Stier, wir haben Uranus im Stier. Das ist auch Transformation, aber langfristig und langanhaltend, könnte man auch sagen. Der Pluto befindet sich seit einigen Tagen im Wassermann. Bestärkt dich natürlich auch, aber kann dir auch so ein bisschen auch mit der Widderenergie das Gefühl geben, ich kann alles schaffen.
Und da sollte man dann eben auf dem Teppich bleiben. Deswegen finde ich die Erdenergie gar nicht so schlecht in diesem Zusammenhang. Zudem haben wir noch Jupiter, ja nicht Jupiter, wir haben Neptun und Saturn in den Fischen, so rum. Da ist das Gefühl drin. Sensitivität, aber mit Neptun eben auch die Gefahr, man könnte sich was vormachen. Schauen wir uns an, was haben wir? Da ist die schnelle Energie, etwas aus dem Stegreif zu machen. Unüberlegt, spontan eben. Oder es ist eine Überraschung. Die Beurteilung der Situation, wie sieht es denn aus? Und die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit. Also der König der Schwerter, klare Kante, offene Worte. Es kann auch sein, dass man in dem Zusammenhang ein, ich sage jetzt mal, sehr ehrliches Urteil fällt über etwas oder jemanden. Das könnte natürlich nach hinten losgehen, wenn man jemandem so offen seine Meinung sagt. Aber ich denke mal, dass du schon merkst, dass du vielleicht ein bisschen aufpassen musst, nicht zu hastig vorzugehen und dir eher mal einen Rat suchst oder eben mit den Zehen der Kelche, dass du eben auch das Gefühl, die Sensitivität mit einfließen lassen solltest. Erstmal, wie geht es dir? Wie sind die anderen unterwegs? Kann ich dieses oder jenes überhaupt jetzt sagen? Und ja, vielleicht ist es auch ja das Zeigen von Gefühlen. Jemandem seine Gefühle offenbaren. Auch das wäre möglich. Am Sonntag haben wir die Fünf der Kelche. Die Fünf der Kelche ist so die Energie. Drei der Kelche, da kann ich nichts dran ändern, aber die zwei Kelche kann ich aufnehmen und arbeiten mit dem, was mir zur Verfügung steht. Nostalgie. So, wie war denn das? Oder wie war die kürzere Vergangenheit? Es muss ja nicht immer lange zurückliegen. Vergangenheit ist ja auch schon gestern. Wie beurteile ich das? Und wo sind mir die Hände gebunden und was kann ich damit anfangen? Eremit ist eine zielstrebige Planung, Ideensammlung, aber auch sich selbst eingestehen, wo man vielleicht Handicaps hat, wo man nicht so fit ist, was man nicht so gut kann, aber auch wo man weiß, was man gut kann und was man auch bewerkstelligen kann. Da ist dann immer wieder, was es wird mir auferlegt mit den drei der Kelche und wo habe ich Spielraum? Ja, aus der Vergangenheit gelernt, Planung in die Zukunft, gut überlegt und liebevoll. Denn ich denke, dass es dir nicht nur um dich selber geht, sondern eben auch um die Menschen, die dich begleiten, die dir am Herzen liegen, ganz klar. Und dir ist auch wichtig, dass diese Dinge, ja, ich sag mal, besprochen sind, dass ihr euch einig seid, dass ihr gemeinsam an einer Sache arbeitet. Und ich denke, dass das auch richtig so ist, dass man keine Alleingänge gehen sollte, dass man natürlich Durchsetzungskraft hat, aber es ist immer die Frage, was zieht das nach sich, ne? Wenn ich etwas mit Sturheit umsetzen möchte oder mit Gewalt, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, dass du da sehr überlegt handelst und nicht einfach drauf losrennst. Das ist sehr schön. Gönn dir auch ein bisschen Ruhe, auch ein bisschen Gefühl natürlich, aber entspann dich auch. Der Aspekt Fische Saturn kann dir auch ein bisschen Kraft rauben. Also übernimm dich auch nicht. Hab ein schönes Wochenende und wenn du magst, sehen wir uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Jupiter im Widder. Die Sonne, ja, bestrahlt natürlich mit dieser feurigen Energie und der Mond hält dagegen mit, ja, der Energie des Stiers. Stierenergie ist sinnlich, ist auch fleißig, ist auch bedächtig und eben bloß kein Stress, aber langfristig planen. Und das ist natürlich ein bisschen konträr zu der Energie im Widder. Wir haben ab heute auch den Mars im Krebs. Das heißt, du fühlst dich stark. Du hast das Gefühl, du kannst Bäume ausreißen und du kannst sehr viel bewältigen. Bestärkt natürlich noch durch Pluto im Wassermann, was natürlich eine Herausforderung ist. Wenn man so, ich sage jetzt mal, viele Pläne hat oder viele Vorhaben, man kann sich leicht übernehmen oder man kann den anderen auch in dem Zusammenhang zu viel zumuten. Das gilt nicht nur für dich, das gilt auch für die anderen. Und dann haben wir Saturn und Neptun im Fisch.
Und das bedeutet natürlich, Sensitivität, Intuition sind ausgesprochen unterstützt. Ja, dann haben wir noch Uranus im Stier und wir haben die Venus im Stier. Langfristiges, auch Veränderungen. Zurückhaltung, du bist erstmal zurückhaltend als Krebs. Erstmal gucken. Dir sind noch viele Dinge nicht geheuer oder nicht bekannt. Und du hast Geduld, das ist gut. Geduld ist gut, also dass man nichts überstürzt und dass man eben auch nicht hastig vorangeht, sondern eben auch gut beobachtet und auf sein Bauchgefühl hört. Der König der Schwerter ist vielleicht auch ein Ratgeber. Jemand, der ausgesprochen sachlich ist, ganz konträr zu dir vielleicht als Krebs, der du ja sehr gefühlvoll bist. Jemand, der vielleicht dir Erkenntnisse übermitteln kann. Wissen kann auch, ich sage jetzt mal, ein Rechtsanwalt sein oder ein Professor oder irgendwas in der Richtung. Wir haben am Sonntag den Magier. Da ist der Mond dann auch ab kurz vor zwei oder so in den Zwillingen. Kommunikation, Manifestation. Da ist auch die Energie der tollen Ideen, ja, etwas sich überlegen. Man fokussiert sich auf vielleicht eine Sache und man ist damit als Krebs sehr erfolgreich. Das heißt, du hast tolle Ideen, du hast ja vielleicht auch so ein bisschen Erfindergeist. Du sollst dich auf eine Sache sehr konzentrieren, die wird erfolgreich. Mit Optimismus, der auch wichtig ist, dass du an die Sache glaubst, an das, was du voranbringen möchtest, in welchem Bereich auch immer das sein mag. Du scheust dich also nicht davor, das Unbekannte kennenzulernen und für deine Ideen, Möglichkeiten einzustehen und diese voranzutreiben. Mit Optimismus. Der Optimismus ist sehr wichtig für den Krebs, denn das bringt dich nach vorne, das bringt dich auch in, wie soll ich sagen, Überzeugungskraft, ja, dass du dann eben auch, wenn du von etwas begeistert bist, das eben auch gut weitergeben kannst, wie sehr du das schätzt oder wie sehr du das gut findest und so. Und deswegen ist der Optimismus dabei so wichtig, auch dass es dir Freude bringt, dir ganz persönlich. Denn diese Veränderung, die das mit sich bringen kann, ist eben auch von Vorteil für den Krebs selbst, ja, wenn man sich etwas nach vorne wagt und wenn man sich dann auch nicht mehr so leicht davon abbringen lässt, ja, man dabei bleibt und auch das gut vertreten kann, sag ich mal, andere dafür begeistern kann. Und du holst dir eben auch Unterstützung, einen Mentor oder jemanden, der dir sagt, kannst du ruhig machen, mein lieber Krebs, das funktioniert. Also ganz schöne Energien, mit denen du arbeiten kannst an diesem Wochenende. Aber denk dran, Ruhe und Regeneration sind wichtig und dass man eben auch die Dinge gut im Auge behält, ja, sich nicht irgendwas ausmalt und Kopfkino hat, sondern dass man eben auch an die Fakten denkt. Und da hilft dir jemand, der ausgesprochen sachlich ist dabei. Es klingt sehr schön, sieht sehr gut aus und auch ein bisschen mutig für den Krebs, finde ich gut. Lass dich nicht aufhalten und ich denke, dass du auf jeden Fall immer auch nach Sicherheit suchst und eben nicht übertreibst. Viel Erfolg dabei, ein schönes Wochenende und dann sage ich mal bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Feuerenergie, Temperament, der Mond befindet sich im Stier, das holt alles so ein bisschen auf die Realitätsebene wieder zurück, aber eine gewisse Sturheit ist auch dem Stier nachgesagt im Mond, ja, man sollte tolerant bleiben. Wir haben auch Pluto im Wassermann, da kann man sich leicht auch mal überschätzen, sich zu viel rausnehmen oder einfach zu viel wollen, ja. Das Ego ist ziemlich stark und auch das Machtgefälle kann durchaus da sein. Wir haben ab heute auch den Mars im Krebs. Das heißt, man ist nicht so rücksichtslos, aber man denkt an die Menschen, die einen umgeben und für die man sich einsetzt. Krebsenergie ist eben familiär und fürsorglich, was ja auch nicht schlecht ist. Wir haben Saturn und Neptun in den Fischen. Das macht auf der einen Seite kreativ, aber eben auch sehr gefühlvoll. Die Venus ist im Stier, da will man langfristig Sicherheiten schaffen. Auch Uranus im Stier, der eben auch langfristige Veränderungen herbeiführen will, die natürlich auch möglichst erfolgreich sein sollen. Was haben wir für den Löwen? Disziplin, innere Kraft.
Wir haben Langsamkeit. Der Pate der Münzen bedeutet Piano, Piano, nicht zu hastig. Fünf der Kelche, du musst dich damit abfinden, dass es Dinge gibt, auf die du keinen Einfluss hast. Du musst mit dem arbeiten, was da ist. Es ist natürlich, Fünf der Kelche ist immer auch ein Stück weit Bedauern, dass man nicht schneller vorankommt, dass man auf gewisse Sachen keinen Einfluss hat. Aber es bestärkt dich darin, dass du eben für dich etwas tun kannst in der Zeit, in der du, naja, sagen wir mal, an gewisse Dinge gebunden bist. Und Toleranz und Fairness sind natürlich auch hier wichtig, dass man fair bleibt und dass man auch sich selbst gegenüber fair bleibt, weil manchmal hadert man ja doch mit dem Schicksal und man fühlt sich ungerecht behandelt. Dann sollte man für sich selbst auch ein gutes Wort einlegen und sich selbst auch ein Stück weit, naja, ein bisschen umsorgen. Der Sonntag, da haben wir den Mond im Zwilling und wir haben die drei der Schwerter. Kann bedeuten, dass man sich vielleicht in die Haare bekommt. Über ein Thema, über eine Sache oder ein bisschen Rechthaberei kann drin sein. Wir haben das Ass der Münzen, das beruhigt sich, denke ich, schnell wieder. Stabilität und Sicherheit, Erdenergie und sehr viel Gefühl. Also man ist sehr gefühlvoll, sehr sensitiv, auch an diesem Sonntag. Man möchte vielleicht oder man hadert vielleicht auch zeitweise und versucht dann immer wieder fair zu bleiben. Ne? Das Gefühl ist da und man möchte was verändern, man möchte neue Wege gehen. Man möchte die alten Sachen, die einen vielleicht gestört haben, endlich hinter sich bringen. Aber es geht alles sehr, sehr langsam. Du hast die Disziplin, du hast auch die Disziplin, hier nicht übers Ziel hinauszuschießen. Also, ich sage jetzt mal, zu kränkend zu werden. Das kommt ganz schnell wieder so auf den Boden der Tatsachen zurück. Und man ist sich bewusst, dass man eben die Menschen, an denen einem gelegen ist, ja nicht so schlecht behandeln möchte. Man möchte ja selber auch nicht schlecht behandelt werden. Also überlegt man sich, dann fahre ich mal ein bisschen runter. Vielleicht geht es auch darum, die Dinge zu erklären, was in einem los ist, wie man sich fühlt und warum man manchmal vielleicht in dieser Zeit eben auch ein bisschen ja, kratzbürstig ist, sagen wir es mal so. Vielleicht geht auch etwas schief, irgendwas klappt nicht so optimal, aber man bleibt auf dem Teppich. Und das finde ich gut, dass man eben nicht abhebt, nicht ausflippt oder eben alles hinschmeißt, sondern dass man sagt, okay, dann muss ich eben das anders machen. Aber es ist sehr viel Gefühl, vielleicht auch neues Gefühl für etwas oder jemanden, das wäre auch möglich. Wichtig ist, Toleranz zu zeigen, entgegenkommen, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und natürlich auch das Gespräch. Ich wünsche dir ein zauberhaftes Wochenende und wenn du magst, sehen wir uns am Montag wieder und das Ausruhen nicht vergessen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Jupiter im Widder. Wir haben den Mond im Stier. Samstag erstmal. Das ist ja gut, das ist Erdenergie, pragmatisch, wenn auch ein bisschen, ja, ein bisschen stur. Widderenergie kann ja auch ein bisschen stur sein. Wir haben dazu natürlich den Mars ab heute im Krebs, fürsorglich, liebevoll. Da geht es um den kleinen familiären Rahmen, den man hat. Es beinhaltet natürlich auch die Freunde, Partnerschaft etc. Man kümmert sich darum und kämpft darum wie ein Löwe. Dann haben wir natürlich die Venus im Stier, was für dich als Jungfrau auch sehr schön ist. Das ist eine langfristige Verbindung oder man baut es weiter aus. Uranus ist im Stier und möchte auch Dinge verändern entsprechend. Ja, langfristig natürlich, wenn es geht und bringt auch Veränderungen. Pluto ist im Wassermann. Da kann es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, jeder hat so seine Vorstellungen. Es kann schon mal krachen, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen und ein bisschen entgegenkommt bleiben. So, was haben wir jetzt an diesem Samstag für die Jungfrau? Geselligkeit, miteinander. Kann auch die Familie sein. Die Königin der Schwerter, Aufrichtigkeit zu sich selbst. Man soll sich selber eingestehen, was man möchte. Wir haben natürlich noch Neptun und Saturn in den Fischen und Neptun kann dich gefühlsmäßig manchmal auch ein bisschen blind machen. Es geht um die Beziehungen. Sich ehrlich machen, was einem an bestimmten Beziehungen liegt oder was man an den Beziehungen vielleicht auch mag oder mit welchen Leuten man auch gerne zusammen ist und so weiter. Es geht darum, dass man das erstmal mit sich selbst so ausmacht.
Der Eremit ist die Planung, die Vorbereitung, vielleicht auch die Organisation, wie man das in Zukunft handhaben möchte. Also familiär, partnerschaftlich, auch beruflich natürlich, welche Beziehungen da sind und wie man sie vielleicht nutzen kann, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, wie man organisieren kann. Ja, miteinander planen, miteinander ausbauen. Aber zuerst gilt es eben, auch ich denke, eine Auswahl zu treffen, wer diese Person denn sein soll. Am Sonntag haben wir den Mond dann kurz vor zwei in den Zwillingen, König der Schwerter. Echte, wahre Gespräche, Aufrichtigkeit, aber auch Überraschungen, positiv wie negativ und ganz viel Liebe. Also da sind dann schnelle gefühlsmäßige Regungen drin oder auch, dass man gefühlsmäßig aufgerollt, also aufgemischt wird, könnte man fast sagen. Ja, vielleicht ist das unverhofft. Ja, es rutscht einem was raus oder jemand anderer sagt etwas. Es hat sehr viel mit Gefühlen zu tun und man traut der ganzen Sache nicht so recht. Ich denke, mit dem Gehängten möchtest du dir erstmal einen Überblick verschaffen, wo stehe ich da eigentlich, ja? Hier überlege ich mir noch, wie ich die Zukunft plane und hier kommt etwas Überraschendes rein, womit ich mich ja auch erstmal zurechtfinden muss. Gut oder schlecht, je nachdem, ja. Es hängt viel Gefühl daran. Also man macht sich entweder Sorgen um etwas, um jemanden oder jemand sagt einem etwas, ist vielleicht auch überschwänglich in den Gefühlen, auch das wäre möglich und das kann dann genauso überraschen und ein bisschen überrascht zurücklassen, so dass man im ersten Moment gar nicht weiß, wie man da reagieren soll. Ich denke, dass du ja das beobachtest und vielleicht auch die Veränderung beobachtest. Ja, du weißt noch nicht so recht, glaube ich, was du damit anfangen willst oder wo die Reise hingehen soll. Obwohl du hier schon, wie gesagt, sehr, ich sag mal, genau planst und dir überlegst, wer in diesen Kreis gehört und plötzlich geschieht etwas Überraschendes und wirft vielleicht deine ganzen Pläne vom Samstag ein bisschen durcheinander. Aber das muss durchaus nicht schlecht sein. Das kann dich auch, ich sag jetzt mal, auf eine neue Ebene bringen, auf eine neue Idee, ne, wie auch immer. Also es ist spannend. Ich würde sagen, du gehst das in Ruhe an. Du regenerierst auch am Wochenende. Und ja, lass dich überraschen. Und sei auch nicht direkt gegen alles, sondern erstmal gucken, ja, mit dem Gehängten. Erstmal die Lage peilen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes, geruhsames Wochenende. Viel Erfolg. Und wenn du magst, sehen wir uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Sonne, Merkur und Jupiter befinden sich im Widder. Feuerenergie, Temperament und ich denke auch Sturheit ein bisschen. Genauso wie der Mond, der befindet sich ja im Stier. Der kann auch ein bisschen stur sein, eigenwillig. Ja, der ist auch sinnlich und möchte langfristig Verlässlichkeit. Genauso sieht es mit der Venus aus, die ist auch im Stier. Und da möchte man auch langfristig Beziehungen pflegen und hegen und festhalten. Kann dir ein bisschen zu eng werden als Waage. Wir haben auch dann den Mars ab heute im Krebs. Also nicht mehr in den Zwillingen, sondern im Krebs. Da geht es auch sehr familiär und eng zu. Und man kämpft halt für das, was einem so lieb und teuer ist und dabei ist dann Pluto im Wassermann. Da kann man sich so ein bisschen abnabeln wollen, weil das geht so ein bisschen in die andere Richtung. Das kann schon für Stress sorgen, wenn man nicht aufpasst. Auch Uranus ist im Stier und sorgt für Veränderungen. Nun ja, schauen wir mal. Wir haben natürlich noch Saturn und Neptun in den Fischen. Es geht auch gefühlsmäßig stark zu. Was haben wir? Das, was du liebst, also das, was dir am Herzen liegt, darum geht's. Das kann alles Mögliche sein. Da geht's um Pragmatismus, Erdenergie. Ein Neustart, langsam, gemütlich, geplant, aber verwirrend für dich als Waage. Also dir ist das wahrscheinlich nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht abwechslungsreich genug, sagen wir es mal so. Ich denke, dass du Geduld haben kannst und Geduld haben wirst, aber es verwirrt dich, dass alles so
behäbig zugeht. Die 9 der Münzen. Du stehst kurz vor einem Durchbruch. Vielleicht merkst du es nicht oder es fühlt sich nicht so an. Wichtig ist, dass du mit dir selber gut umgehst. Die 9 der Münzen ist Unabhängigkeit, Freiheit, wie ich schon sagte, Wassermann-Energie auch. Ja, man möchte sich befreien aus etwas, abnabeln, selbstständig sein. Man ist verwirrt, wie geruhsam es jetzt so zugeht. Und sei gut zu dir selbst. Sei fürsorglich zu dir selbst, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wo die Reise hingeht. Es könnte unerwartet vielleicht sogar danach zum Erfolg führen, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wo die Reise hingeht. Am Sonntag, da haben wir den Mond dann auch in den Zwillingen, da ist die Kommunikation da, da haben wir den Turm. Der Turm sagt ja immer, Platz schaffen für Neues, sich bloß nicht verzetteln, sondern eben erstmal das Alte beiseite räumen, damit das Neue Platz hat. Und das gilt auch insbesondere für Beziehungen, beruflich, privat, alle Beziehungen, ja. Und da muss man natürlich beurteilen können, was einem wirklich wichtig ist, worauf man Wert legt, was man eben auch langfristig beibehalten möchte und worauf man vielleicht eher verzichten kann. Und ja, vielleicht ist dir das noch gar nicht so bewusst. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, ich konzentriere mich jetzt mehr auf das, was ich möchte. Wir haben hier auch den Magier, Manifestation. Du möchtest dich weiterentwickeln, wie ich sagte, abnabeln und so weiter. Was ich denke nur ist, du solltest wichtige Beziehungen, Personen nicht einfach vor den Kopf stoßen. Da musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Das kann unbewusst passieren, ungewollt. Aber es kann eben auch sein, dass man harte Worte benutzt. Ja? Die 8 der Schwerter kann so das Gefühl sein, dass man dich einfangen will oder festbinden will, ja, und du dich dann vielleicht auch mit Brachialgewalt befreien möchtest. Das wäre nicht gut. Es ist so nicht gemeint. Es ist einfach liebevolle Fürsorge. Und ich denke, dass du dich auch trotzdem mit deinen Ideen und deinen Vorstellungen verwirklichen kannst, auch wenn du Leute in deinem Rücken hast, die dich dabei begleiten. Also Geduld ist ganz wichtig. Auf dem Teppich bleiben, nichts übertreiben, weder zu selbstgerecht, zu egoistisch sein, noch zu nachgiebig, ja, und sich selbst aufgeben, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Vielleicht lässt du einfach los mit deiner Vorstellung davon, wie etwas zu sein hat, ja. Du hast hier mit den Liebenden auch die Vorstellung, wie etwas zu sein hat, und wenn das nicht exakt so ist, könntest du in Zweifel geraten. Ich denke mal, du sollst einfach flexibel sein. Dich auf die Situation einstellen können. Lass dir Zeit. Ruh dich aus an diesem Wochenende. Geh es langsam an. Versuche nicht zu schnell dir ein Urteil zu bilden, ja, und nicht nur zu einseitig die Sache zu sehen, sondern dich auch ein bisschen Mitgefühl auch auf die Person oder Personen einzustellen. Mal so ein bisschen gegenseitig, ne? Dass man sich so ein bisschen aufeinander einspielen kann. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, ein schönes Wochenende und sag bis Montag. Ein herzliches Willkommen, lieber Skorpion. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Mit Sonne, Merkur und Jupiter im Widder haben wir Temperament, feurige Energie, auch eigensinnige Energie. Mit dem Mond im Stier haben wir ein bisschen Sturheit dabei. Langfristig Verlässlichkeit haben wollen, auch ein bisschen Besitz, in Besitznahme, ja, diese Energie. Da muss man ein bisschen aufpassen mit, ja. Und dann haben wir den Mars ab heute im Krebs. Da kämpft man für seine Lieben, für die Familie, für die Partnerschaft, für die Freunde, ja. Alle Menschen, die dir am Herz liegen oder aber auch denen du am Herzen liegst. Wir haben dazu, ja, Mars im Krebs, habe ich schon gesagt, Neptun und Saturn in den Fischen, Sensitivität, Hilfsbereitschaft entgegenkommen. Ja, auch Feingefühl natürlich. Und wir haben Pluto im Wassermann. Pluto im Wassermann ist so ein bisschen, ja, ich will mit meinem Kopf durchsetzen, was ich mir ausgedacht habe. Und auch so ein bisschen diese Idee, ich weiß es besser als alle anderen. Riskant, ja, vorsichtig, ja. Das könnte böse sein. Also sowohl auf deiner Seite als auch von jemand anderem, der dir erzählen möchte, wie die Welt funktioniert. Wir haben die 8 der Schwerter. Verwirrung,
oder sich im Kreis drehen, sich auch eingeengt fühlen können, das ist auch drin, in der Gesellschaft oder mit den Leuten. Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt in Einklang bringen. Also eben auch, ich sag ja mal, so diese Toleranz zulassen. Die anderen, ja, die sind auch nicht besser als ich. Die haben auch ihre Päckchen zu tragen und die machen das vielleicht aus anderen Beweggründen. Aber hier haben wir so ein bisschen Ratlosigkeit und man dreht sich im Kreis, man kommt nicht zu einer Lösung, man ist unter Leuten und man versucht, die innere Mitte zu finden. Da ist Fairness wichtig. Wie ich eben sagte, die anderen ticken eben anders. Die haben eine andere Erziehung oder auch eine andere Erfahrung gemacht als du. Von daher muss man da ein bisschen tolerant sein. Am Sonntag wechselt dann der Mond auch in die Zwillinge. Da sind gute Gespräche drin. Wir haben das Rad des Schicksals. Das ist auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit an die Situation. Wir haben Optimismus mit der Königin der Stäbe. Aber auch, ich krempel die Ärmel hoch, ich bin mir nicht zu schade mit anzupacken und die eigenen Erfahrungen. Es kann natürlich sein, dass man sich jetzt den Gegebenheiten soweit anpasst, versucht optimistisch zu sein, aber auch so ein bisschen pessimistisch ist, weil man eben ähnliche Erfahrungen vielleicht schon mal gemacht hat. Mit dem Ass der Schwerter macht man Erkenntnisse. Man kommt vielleicht zu der Erkenntnis, dass man eben eigentlich gewisse Situationen gar nicht miteinander vergleichen kann. Einfach aus dem Grund, es sind andere Menschen, andere Situationen, andere Umstände. Also das ist schwierig, ja. Und trotzdem hat man meist im Bauch so ein Gefühl, ne, das kenne ich doch irgendwoher. Aber die Erkenntnis ist da, dass du erstmal in Ruhe schauen solltest, wie sich die Dinge entwickeln, bevor du eine Entscheidung triffst oder anders entscheiden willst. Ein bisschen ja, Kulanz im Sinne von, schauen wir erstmal, schauen wir uns das erstmal an, sammeln wir erstmal unsere Erfahrungen, ob das tatsächlich dem entspricht, was ich schon mal erlebt habe oder ob es vielleicht ganz anders ist. Dazu braucht man eine gewisse Objektivität. Es kann ja auch überraschend anders laufen und deswegen ist es so wichtig, nicht zu voreingenommen zu sein. Ja? Und ja, wenn man hier noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, kann man hier eben auch offen sein und sich alle Möglichkeiten erstmal offen halten. Innere Mitte wäre gut, dann ist man fairer, dann ist man toleranter, darum darfst du dich bemühen. Optimismus ist angebracht, wenn man das eben gut hinbekommt, wenn man auch mit sich liebevoll umgeht und sich mit anderen gut versteht. Und dann haben wir eben auch Erfahrungen und Klärungen und vielleicht auch ja, einen gewissen Erfahrungsschatz, der dich durch diese Zeit trägt, wo man vielleicht gar nicht selbst so viel verändern kann. Aber wichtig, Ruhe. Ruhe, Entspannung, Entlastung, auch mal die Gedanken fliegen lassen, wie die Fische, ja. Einfach sich auch mal ein bisschen Ruhe und Träumen gönnen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein zauberhaftes Wochenende, lieber Skorpion. Und dann sage ich mal, wenn du magst, bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Jupiter im Widder. Tolle Energien für dich als Schütze, bei Feuerenergie, aber auch ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Vorsichtig damit, der Mond ist auch im Stier, der will langfristige Erfolge und kann bisweilen auch ein bisschen vereinnahmend und, ja, ich sag mal, stur reagieren. Das kann dir begegnen oder es kann von dir ausgehen. Wir haben den Mars ab heute im Krebs, das heißt familiär, engerer Kreis. Man verteidigt diesen und zieht sich vielleicht auch so ein bisschen ins Familiäre zurück. Könnte durchaus sein. Wir haben dabei den Saturn und den Neptun in den Fischen. Neptun in den Fischen, naja, kennen wir ja, kann so ein bisschen Augenwischerei betreiben und eben auch die Gefühle ein bisschen durcheinander purzeln lassen, muss man auch mit klarkommen oder sollte man sich bemühen. Wir haben die Venus im Stier, eben auch vereinnahmend und wir haben auch Uranus im Stier. Was wir aber sonst noch haben, ist der Pluto im Wassermann. Ja, Selbstverwirklichung, Ideenreichtum, kommunikativ, klingt ja schon mal gut. Am Sonntag haben wir übrigens auch den Mond in den Zwillingen, also gute Gespräche. Was haben wir jetzt für den Schützen? Ja, strategisch. Du brauchst eine oder willst eine Strategie.
Dann haben wir den Erfolg. Du siehst in der Strategie den Erfolg. Aufrichtigkeit. Du möchtest wissen, ich denke, du möchtest für dich herausfinden, wo du eigentlich hin möchtest. Du bist dir da, vermute ich mal, noch nicht so wirklich schlüssig. Du suchst den Erfolg, aber du weißt vielleicht nicht, in was und wie. Das solltest du dir erstmal eingestehen. Wenn du das nicht weißt und wenn du noch nicht so sicher bist, wo die Reise hingehen soll, ist das okay. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Schlimmer wäre es, wenn man sich das vorgaukeln würde. Ja. Wir haben die 5 der Schwerter. Es ärgert dich aber als Schütze, dass du keinen Plan hast. Ja, es ist so. Ja, es macht dich nervös, wenn du nicht irgendwie ein Ziel vor Augen hast, nach dem du streben kannst oder wo du dich hin orientieren kannst. Ich glaube, es macht dich ein bisschen mürbe. Wir schauen mal weiter. Der Mond am Sonntag. Ein ungutes Gefühl oder Dinge kommen auf. Du bist zurückhaltend. Ich glaube auch, dass du diese Gefühle gar nicht haben willst und auch die Illusion nicht. Neptun nervt dich total. Ich glaube, dass du an diesem Wochenende ein bisschen mit der Vergangenheit, mit den Gefühlen, den gemachten Erfahrungen zu kämpfen hast. Ich glaube nicht, dass du es nach außen trägst oder dass du da groß drüber reden willst, aber es ist dir bewusst. Und ich glaube, dass du vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung hast, was deine Mitmenschen betrifft. Wenn ich das so sehe, die 7 der Kelche und die 3 der Kelche, macht ja zusammen eigentlich die 10 der Kelche. Das ist ja eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass deine Wahrnehmung durch Neptun getrübt ist. Dass du vielleicht, übervorsichtig bist, übermisstrauisch. Wir haben hier den Mond. Und deswegen bist du zurückhaltend. Du hast so viel schlechte Erfahrung gemacht und sagst ja, nee, nicht nochmal. Und dabei möchtest du doch so gerne strategisch vorgehen und dich, für etwas einsetzen. Aber du weißt nicht für was oder wie. Und hier machen dir vielleicht auch andere ein Stück weit Angst. Sie beeinträchtigen dich durch ihr Verhalten vielleicht auch. Das machen sie vielleicht gar nicht bewusst und auch nicht, um dich einzuschränken oder dich zu beängstigen. Aber es ist dir nicht geheuer. Ja? Du traust deinem eigenen Beurteilungsvermögen, was andere betrifft, nicht wirklich. Auch das ist nicht schlimm, lieber Schütze. Wenn du momentan so in der Luft hängst, sag ich mal, und nicht wirklich weißt, wo die Reise hingehen soll, dann musst du ja auch nichts machen. Du musst von einem Tag auf den nächsten leben und deinen, Verpflichtungen nachgehen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Lass die Dinge auf dich zukommen. Habe ein offenes Auge, ein offenes Herz für das, was auf dich zukommt. Und auch wenn es unangenehm ist, ja, versuche dich selber nicht verrückt zu machen hier, ja, indem du vielleicht durch Neptun ein bisschen Kopfkino hast. Bleibe zurückhaltend, denke an den Erfolg, den du erreichen möchtest und denke daran, dass du im Moment so ein bisschen, in der Luft hängst einfach und dass du eben sehr wachsam bist, um die Chancen, die sich möglicherweise daraus ergeben können, zu erkennen und wahrzunehmen. Ruh dich vor allen Dingen aus. Ein schönes Wochenende. Und wenn du magst, sehen wir uns Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Wir haben den Mond im Stier. Erdenergie, Pragmatismus, aber auch Sinnlichkeit und langfristiges Planen, auch ein bisschen vereinnahmend. Wir haben den Mars ab heute im Krebs. Fürsorgliche, liebevolle, familiäre Energie. Kann so ein bisschen was mit Einengung zu tun haben. Ja? Kann sich zumindest so anfühlen. Mit der Widderenergie möchte man natürlich auch Dinge umsetzen. Dazu kommt, dass wir auch noch den Pluto im Wassermann haben, wo man eben auch gute Ideen hat. Und man das Gefühl hat, man ist der oder die einzige Person, die die Welt retten kann oder die das Richtige auf Lager hat. Schwierig, ja, für dich, wenn es dir begegnet, aber auch schwierig für andere, wenn du das praktizierst, ja. Wir haben dann Venus auch noch im Stier, auch vereinnahmt, bisschen Besitz,
angreifend und also besitzergreifend besser gesagt. Uranus, der Veränderer, ist auch im Stier, möchte auch langfristig was verändern. Nun, da haben wir noch Saturn und Neptun in den Fischen, Gefühl. Was haben wir jetzt? Wir haben die Jungfraukarte. Man plant, man überlegt, wo sind die guten Sachen, die schlechten Sachen, was kann ich nicht. Gesellschaft oder Geselligkeit und die 10 der Stäbe, da gibt es noch ein paar Hürden zu nehmen. Was Personen betrifft oder vielleicht auch im Umgang mit Personen oder Vorgesetzten und so weiter. Und wir haben die 9 der Kelche. 9 der Kelche ist Wunschdenken manchmal. Es ist natürlich das, was man sich vorstellt, was man gerne hätte. Wenn man jetzt das und das tut, dann erreicht man das und das. Ja, in der Theorie, ja. Aber nicht unbedingt in der Realität. Also wenn man konkrete Vorstellungen hat von etwas, kann es schwierig sein, weil man eben alles andere nicht akzeptiert. Also wenn das so ein bisschen von der Wunschvorstellung abweicht. Ne? Am Sonntag haben wir dann auch noch den Mond ab kurz vor 2 in den Zwillingen, 5 der Kelche. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern und man muss mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung steht. Da haben wir den Turm. An irgendeiner vielleicht zu festen Vorstellung solltest du als Steinbock loslassen. Also wenn du, wie gesagt, Kopfkino hast, wie etwas ganz konkret laufen sollte, sei flexibel genug, da auch Änderungen in Kauf zu nehmen, um erfolgreich zu sein. Das sieht auf jeden Fall gut aus mit dem Erfolg. Also wenn du ein bisschen loslassen kannst, auch ein bisschen die Dinge anders, ein bisschen abgewandelt akzeptieren kannst, bist du immer noch der Gewinner oder die Gewinnerin. Du wirst es lieben. Ich glaube, dass du aus Gefühl, aus Entgegenkommen, aus Freundlichkeit, Freundschaft, Liebe, was auch immer, ein bisschen entgegenkommt bist. Und es wird dein Schaden nicht sein. Also geh ein bisschen runter von diesem Eigenwilligen und von diesem, es kann nur so nicht anders sein. Komm dem anderen, den anderen, je nachdem, wer es ist, ein bisschen entgegen, egal worum es geht. Und du und die anderen werden zufrieden sein. Ja? Man muss sich eben damit abfinden, dass die Umstände nicht immer so sind, wie man sich das vielleicht ursprünglich mal erträumt hat. Und dass man dem seine Träume ein Stück weit anpassen kann. Trotzdem kann man diese Träume lieben, auch weiterhin. Auch wenn man sie ein bisschen verifiziert hat, ein bisschen angepasst hat, ein bisschen dem, was da ist, angepasst hat. Und ja, deswegen muss man den Traum, das Erfolgreiche, nicht aufgeben. Überhaupt nicht. Und man kann sich genauso darüber freuen. Und vielleicht ist es sogar noch besser, als man es sich ursprünglich ausgemalt hat. Dass du dich nicht davor scheust, die Ärmel hochzukrempeln, ist mir klar. Ich denke, dass du auch mit ein paar Leuten vielleicht, ja, ich sag mal, so ein bisschen in Dissonanz bist. Ja, dass man sich erstmal nicht so ganz einig ist. Aber wenn man ein bisschen entgegenkommt ist und auch von sich selber auch so ein bisschen entgegenkommt und sagt, okay, dann lasse ich das eben weg, kommst du deinem Ziel noch einen Schritt näher. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein geruhsames, schönes, erholsames Wochenende und wenn du magst, sehen wir uns dann am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Jupiter im Widder. Feuerenergie, Temperament, mit dem Kopf am liebsten durch die Wand. Wir haben natürlich den Pluto in deinem Zeichen. Damit ist Ideenreichtum und Durchsetzungskraft gegeben, aber natürlich auch fürs Kollektiv, für die Gemeinschaft. Das heißt, du denkst schon auch an die Gemeinschaft, aber denke nicht, dass du der einzige oder die einzige Person bist, die weiß, was gut für die Gemeinschaft ist. Ja? Man muss da auch ein bisschen die anderen befragen. Wir haben den Mond im Stier. Das ist auch ein bisschen Sturheit und ein bisschen vereinnahmend, also Besitz. Ja, ich will das, ne? Und gehört für mich dazu. In der Venus auch. Das bedeutet, der Partner wird so ein bisschen als Besitz angesehen. Vorsichtig davor. Wir haben Saturn und Neptun in den Fischen. Da sind Gefühle drin, die können auch verletzt werden natürlich. Auch deine Gefühle können verletzt werden. Vorsichtig damit umgehen, ja. Wir haben auch Uranus im Stier und das bedeutet eben auch Veränderung, langfristige Veränderung. So,
Was haben wir jetzt für den Wassermann? Der Mond, da sind die Gefühle oder Erinnerungen, ja, rückbezüglich vielleicht. Da ist die Königin der Stäbe. Da ist Optimismus, ich krempel die Ärmel hoch und das ist eine enge Verbindung. Aber mit dem Mond etwas, was halt auch vielleicht, naja, sagen wir mal schwierig ist oder wo dann irgendwelche Dinge hochkommen, gefühlsmäßig. In der Kommunikation oder durch die Kommunikation. Es kann auch sein, dass du mit dem Mond eine Kommunikation nicht stattfinden lässt oder sie nicht stattfindet. Ja, ja, möglicherweise ja, ist da so ein bisschen mit dem Mond irgendwie etwas kommt hoch an diesem Samstag. Wir haben ja den Mond auch im Stier und man möchte vielleicht da ein bisschen klar Schiff machen. Warum nicht? Man möchte mehr Optimismus da reinbringen. Auch das wäre ganz gut. Am Sonntag haben wir dann den Mond ab kurz vor 2 Uhr morgens in den Zwillingen. Vielleicht funktioniert das da besser. Das Unbekannte. Man weiß nicht, was einen erwartet. Man weiß vielleicht auch nicht, wie der oder die andere in diesem Gespräch reagiert. Das ist oftmals der Fall. Oder es gibt Dinge, von denen man nicht weiß, wie sie sind. Gut überlegen, nachdenken, Gedanken sammeln, ja, und sich ehrlich machen. Königin der Schwerter, Aufrichtigkeit zu sich selbst. Man weiß nicht so recht, wie die Dinge vielleicht zusammenhängen oder wie man diese gefühlsmäßige Sache aus der Welt schaffen kann oder wie man sich selbst davon befreien kann. Überlegungen, was tue ich, wie spreche ich darüber. Aber auch, ich denke, mit der Königin der Schwerter, ja, will ich das? Und was wünsche ich mir? Und was hat vielleicht auch zu dieser Situation geführt? Aufrichtig natürlich, ne? Nicht sich selber vormachen. Es geht um Detailfragen. Also da sind ein paar, denke ich, Dinge unausgesprochen. Vielleicht weißt du nicht, was der oder die andere denkt. Oder der andere oder die andere weiß nicht, was du denkst. Und gewisse Detailfragen wurden hier nicht besprochen. Ja, ich glaube, die hast du entweder für dich behalten oder vielleicht hat man ja auch die Dinge unterschiedlich ausgelegt, unterschiedlich bewertet. Ja. Vier der Schwerter heißt, überlege dir, was du damit anfangen möchtest. Es geht darum, vielleicht die Dinge aus der Welt zu schaffen oder vielleicht für sich einen Abschluss zu finden. Möglicherweise geht es auch darum, dass man hier gewisse Detailfragen gar nicht berücksichtigt hat. Könnte auch sein, ne? Es kann alles betreffen. Und deswegen ist es so wichtig, sich Zeit zu nehmen, in aller Ruhe einfach mal so ein bisschen auf die Details zu schauen. Und wie gesagt, nicht zu eigensinnig zu sein. Gewisse Dinge weiß man nicht oder weiß jemand anderes nicht, aber es beschäftigt dich doch sehr. Und deswegen solltest du dir ruhig Zeit dafür nehmen, das vielleicht endgültig mal für dich zu klären. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein geruhsames, erholsames und schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Wochenende 25. und 26. März 2023. Wir haben die Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Wir haben den Mond im Stier, genauso wie die Venus und den Uranus. Stierenergie ist sehr, ja, sinnlich auch, genießerisch, aber auch sehr vereinnahmend, besitzanzeigend. Alles meins gehört mir, ja. Und denkt auch eben langfristig, langfristigen Perioden und nicht eben mal eben schnell. Dann haben wir ab heute auch den Mars im Krebs. Sehr schön für dich als Fisch. Es ist familiär, kuschelig, ja. Man beschützt sich gegenseitig oder man ist im Kreise der Lieben zusammen. Das ist sehr schön. Man fühlt sich da auch sehr sicher und geborgen. Das ist doch nicht schlecht. Dann haben wir Saturn und Neptun in den Fischen. Hilfsbereitschaft, Sensitivität, Kreativität. Ja, man ist eben auch liebevoll. Wir haben allerdings dann den Pluto im Wassermann. Eigenwillig kann das sein. Man will sich selbst verwirklichen. Man kann ein bisschen egoistisch rüberkommen und ein bisschen besserwisserisch, weil die Energie des Wassermann ist auch fürs Kollektiv, für die Gemeinschaft. Aber eben auch so kann das sein, dass derjenige dann eben auch meint, er oder sie wüsste es am besten. Da muss man ein bisschen achtsam mit umgehen. Vorsichtig. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Fische am Samstag haben.
Die Gruppe, das Team, die Familie, die Leute, mit denen du zusammen bist. Es geht langsam voran. Man kann sich ja auch Zeit lassen. Kein Problem. Das macht alles sehr viel schöner, sehr viel angenehmer. Ich denke, in der Langsamkeit, in der Ruhe liegt die Kraft und wir haben den Mond. Mondenergie ist die Krebsenergie, kann aber auch Dinge wieder hochbringen, weil der Mond zeigt immer das Verborgene auf. Und vielleicht ist da auch ein bisschen Wehmut drin, in Dingen, ja, wo man andere vermisst oder wo man vielleicht auch Situationen vermisst. Und ja, ich denke mal, es ist so ein bisschen der Wermutstropfen so in diese familiäre Geschichte. Am Sonntag, wenn wir auch den Mond ab kurz vor zwei in den Zwillingen haben, der Herrscher, Verantwortung übernehmen. Für sich selbst, für andere, für die Situation. Liebevolles Entgegenkommen, sehr schöne Energie. Und noch mehr Liebe, also ganz viel schönes Gefühl. Ja, Sensitivität, ja, möglicherweise kommt man sich da entgegen, ist, wie gesagt, ich denke mal so ein bisschen, ach ja, romantisch oder eben, man denkt an schöne Zeiten oder an schöne Dinge, an Dinge zurück, man übernimmt Verantwortung, man spricht sich für Gefühle aus, man entscheidet sich für etwas, ja, oder man steht vor einer Entscheidung gefühlsmäßig. Und es ist wichtig für dich als Fisch, dass du dir der Verantwortung, die du trägst, sehr bewusst bist. Einmal für dich selbst, für deine Mitmenschen, für deine Zukunft, ja. Du bist der liebevoll entgegenkommt und es steht eine Entscheidung an. Die kann gut sein, die kann weniger gut sein, aber das Wichtige ist, dass du dir bewusst bist und dass du eben auch langsam machst, ja, nicht überstürzt in deiner Entscheidung, sondern eben, ja, bisschen nachdenkst, dir Zeit lässt und vielleicht auch deine Familie, deine Freunde, die Leute um Rat fragst oder um ihre Meinung. Denn ich denke mal, je nachdem, wofür du dich auch entscheiden willst oder sollst, das tragen die mit oder finden die gut oder finden die nicht gut, ja, ist immer gut, wenn man das vorher so ein bisschen abgeklärt hat, ob das hinkommt. Ja, es könnte zum Beispiel sein, jetzt ein Beispiel, du wirst zum Studieren fahren, du wirst dich von deiner Familie verabschieden. Da ist so ein bisschen Wehmut drin, aber auch Freude. Man gönnt sich was. Man entscheidet sich für die Zukunft, indem man zum Beispiel sich dann in das Studium begibt. Das ist jetzt nur ein dummes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Denn es sieht ja bei jedem anders aus. Und ganz viel Liebe begleitet dich, auch wie immer du dich auch entscheidest, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir deiner Verantwortung dir selbst und den anderen gegenüber absolut bewusst bist und dann eben auch aus voller Überzeugung deine Entscheidung jetzt oder in der Zukunft treffen kannst. Hab ein schönes, liebevolles Wochenende, genieße es und ruhe dich aus und dann sehen wir uns mit neuer, schöner Energie in der nächsten Woche wieder. Bis dahin!